Arbeitgeber in der Schweiz. Backoffice Sharing, das hört sich so ein bisschen fast eher besorgniserregend an. Ja, ich weiß, dass für Bloomberg ist nicht genug. Sie müssen immer neue News kreieren, aber Entschuldigung, ich meine, wir müssen zuerst machen, was vor uns steht. Die Visionen für uns, für die UBS, wir wollen weiterhin in die nächsten 10 Jahre, ich hoffe, wir werden, und ich bin sicher, wir werden weiterhin der führenden Vermögensverwalter der Welt sein. Aber wie wir diese Dienstleistungen offerieren und wo wir die offerieren, wird sicher auch anders sein. Also wir wachsen exponentiell in Asien in die nächsten 10 Jahren. Ich bin sicher, wir werden viel mehr vor Ort in China wachsen, anstatt in Hongkong und Singapur. Wir werden weiterhin in Amerika wachsen. Wir haben schon 20.000 Leute in Amerika, wir sind in 300 Städten in Amerika und dort gibt es noch Wachstumspotenzial für uns. So, Wachstum kommt in viele Bereiche. Wir sind Schweizer und diese Swissness hilft uns sehr viel und ist auch anerkannt von der Kundschaft. Aber wie ich vorher gesagt habe, wir müssen das auch pflegen, weil Sache entwickelt sich und ich hoffe und ich denke, dass wir weiterhin eine globale Haus sein, die eine Zuhause hat in der Schweiz. Das war ein klares Votum. Sie sind zuversichtlich. Sie haben das heute mehrmals zum Ausdruck gebracht. Ganz, ganz kurz. Der Finanzplatz Schweiz in 10 Jahren erfolgreich? Ja oder nein? Ich hoffe es. Aus historischer Perspektive? Ja, eben noch. Es geht noch ein bisschen runter und dann wird sich stabilisieren. Also nur zum Zeigen, die Versicherung. Und wenn ich nach 20 Jahren frage, dann geht es wieder hoch. Einfach damit wir positiv schließen. Ja, nein, es stabilisiert sich im mittleren Segment. Und ich meine, das hat ja Herr Motti gesagt, wo wächst man im Ausland? Natürlich mit dem Label Switzerland, das ist sicher sehr gut. Aber man muss einfach wissen, die goldene Zeit ist vorbei. Es sind ganz viele ausländische Banken weg. Es ist wahnsinnige dramatische Konsolidierung bei den Privatbanken. Also da ist sehr, sehr viel passiert in den letzten 10 Jahren. Aber es wird nicht zum Untergang führen. Aber das ist wirklich... es ist etwas Neues. Und nur noch ganz Schluss, das vergisst man immer. Man spricht immer nur von den Banken. Mittlerweile ist die Bruttowertschöpfung der Versicherungen genau gleich hoch wie bei den Banken. Und ich könnte mir vorstellen, dass sogar in 10 Jahren die Versicherungen wichtiger sind als Aushängeschild des Finanzplatzes Schweiz. Weil, ja, also das ist... Und das stimmt natürlich schon... bei Ihrer Bank, dass die Abflüsse nicht so dramatisch waren. Aber wenn Sie es auf den Finanzplatz Schweiz beziehen, ist es absolut dramatisch. Höchst dramatisch. Was soll ich jetzt zum Schluss sagen? Gott sei Dank gibt es noch die Versicherungen. Sorry, es kommt so ein bisschen Zwinkflug, aber dann geht es vielleicht. Ja, gut, das wollten wir hören zum Schluss. Vielen Dank. In diesem Sinne danke ich Ihnen für das spannende Referat und die klare Position hier auf der Bühne. Frau Kehle, auch Ihnen. Herr Straumer, Ihnen ganz herzlichen Dank. Und damit gebe ich ganz kurz zum Schluss zurück an Herrn Fehr.